Passiert ja ganz schnell bei mir. Ne, liebe Leute, letzte Folge leider Überlänge gehabt. Ich habe vergessen, dass ich aufnehme nebenbei. Ah, that's stupid. Man kann sich ziehen lassen, aber dann braucht man einen, der geduldig ist und bei Fragen helfen kann. Ja, oder so. Aber das Problem ist einfach, ich weiß nicht. Also ich persönlich würde es echt schade finden, wenn Leute, die Diablo noch nie angefasst haben oder Diablo 3 nie gespielt haben, sich ziehen lassen und einfach irgendwann die Geduld verlieren bei dem Spiel, weil sie nicht weiterkommen, ne? Das sind auch meist die Leute, die mir dann auf dem Kanal schreiben, Kaxel, warum schaffe ich nicht höher als Stufe 1, also Qualstufe 1 oder solche Sachen, ne? Oder kannst du mir helfen? Ich habe 3 Millionen Schaden, aber ich schaffe keine Griffstufe 20. Ne? Kein Scheiß, so eine Frage kriege ich wirklich relativ häufig. Das sind dann wirklich so Leute, die sich ziehen lassen haben und dann einfach nicht wissen, okay, wo kommt es drauf an bei der Klasse? Ne? Die wissen dann nicht, okay, der Barb, der braucht Stärke. Oder kein Scheiß, habe ich schon gesehen. Oder Monks, die auf Intelligenz rumrennen. Ja. Realität. Nicht gelogen. Alles schon gehabt. So, was haben wir hier? Hier liegt noch eine Kugel rum. Die nehmen wir noch mit. Wir sind Level 55 mittlerweile. Und hier haben wir das nächste Pack. Wo haben wir denn meine kleinen Bediener hier? Meine Bediener. Sänger schreibt schon, beim Ziehen lassen ist das Problem, dass man seine Klasse nicht spielen lernt. Ja, genau das ist das Problem. Also, finde ich persönlich jetzt hier noch relativ... Ja, ich sag mal, kann man vernachlässigen. Ich glaube, bei WoW oder Fiesta Online, weil ich damals aktiv gespielt habe, ist das um einiges schwieriger, weil da ist es wirklich wichtig, dass man zusammen spielen kann, dass man in einer Party zusammen spielen kann, dass man weiß, wie die Party funktioniert, wie man seine seine Klasse am besten nutzt, ne? So viele Kleinigkeiten, finde ich persönlich, die da ganz wichtig sind. Was haben wir für Handschuhe? Gladiatorenhandschuhe, okay. So, aber können wir ausrüsten. Wir haben noch keine Handschuhe an. Hände, das wollte ich sagen. Also wir haben keine Hände. Mein Gott, wir haben keine Hände. Keine Arme, keine Kekse. Wie war das? No cookies for you. Moin, Antonio. Grüß dich. So, einmal kaputt machen. Ba, 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 ba. Eine Truhe, eine Truhe, eine Truhe mit einer Sense. Hat einen schönen Namen. Maximale Essence. 4 Cents. Was? Missing! Achso, P6 Max Essence 4 Cents. Der Bösartigkeit. Alles klar, weiß ich Bescheid. Moin, Sascha. Muss man beim Kauf von Diablo was beachten? Nö, also es gibt natürlich Diablo und Diablo Rip of Souls, ne? Zwei verschiedene Sachen. Musst du beides bezahlen. Gibt's auf MMO gar. Den Link findest du zufällig in der Beschreibung. Kannst du dir das kaufen. Ich glaube derzeit 20 Euro zusammen. Ja, Marcel, alles richtig gemacht im Leben, würde ich sagen. Arbeiten und Diablo schauen. Ja, du hast alles richtig gemacht, mein Freund. Ich beneide dich etwas. Komm, jetzt stirb doch einfach. Geht doch, danke. Rein zufällig, natürlich, Psycho, rein zufällig. Nicht, dass ich daran verdienen würde oder so. Apropos verdienen, auch ihr könnt etwas verdienen. Ich bin derzeit auch bei Patreon unterwegs. Link findet ihr in der Beschreibung. Da könnt ihr patreonisieren sozusagen. Dadurch erhaltet ihr exklusiven Zustand bei uns. einen exklusiven Zustand. Yeah. Exklusiven Zugang, wollte ich sagen, bei uns auf dem Discord-Server zu einem sehr besonderen Bereich. Wird alles automatisch gemacht. Einfach auf Patreon ihr euren Discord-Account verlinken bzw. verknüpfen, dann passt das. Der Rest funktioniert automatisch. Und da habe ich so ein paar kleine Überraschungen für die Leute. Also, wer bei Patreon ist, kann da gerne einen Dollar lassen oder whatever. Und dementsprechend ein Teil einer besonderen Gruppe sein. So, das kann eigentlich alles weg, oder? Warte mal, was fehlt uns denn? Schuhe fehlen uns noch. Habe ich Schuhe? Habe ich nicht. Toll. Ganz große Klasse. Warte mal, da ist was. Ach, der Kopfschutz. Könnten wir ja setzen, aber wir haben keinen Sockel drauf. Lassen wir das. Das kann alles weg. So. Die Steine können auch weg, die brauche ich nicht. Zack, zack. Ah, fuck, das wollte... Sollte dahin. Kommst du zu machen? Nee, können wir nicht. Okay, dann gehen wir einmal wieder zurück. Hey, du trinkst mein Lieblingsmonster. Ja, ich habe auch natürlich die gute alte Raubtierbrause stehen. Aber ich habe vorhin schon zwei Dosen getrunken. Wir haben vorhin noch gegrillt. Und jetzt brauche ich einfach ein bisschen Eistee, weißt du?
Oh, wir haben ein erstes Necro-Set. Wir haben ein erstes Legendary. Ein erstes Necro-Legendary. Ein Legendary. Oh mein Gott, oh mein Gott. Unser erstes Legendary vom Necro. Alter, WTF. WTF. Das erste Necro-Legendary. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was bin ich gespannt, was das gleich sein wird. Komm, töte es. Wir müssen die denten. Wir haben noch keine Zeit. Okay. Oh yeah, unser erstes Legendary für den Necro. Es ist eine Offhand, eine Nebenhand. Es ist eine Nebenhand, Leute. Es ist eine Nebenhand. Oh mein Gott. Oh mein. Oder ist doch, ist für Necro. Es ist für Necro. Und Grimsize deals an additional 9% damage for each point of essence it restores. Grimsize. Ach, warte mal. Also Grimsize, die Sense macht weitere 9% Damage für jeden Punkt, den wir an Essenz wiedererstellen. Okay. Also quasi eine super Möglichkeit, um hier unsere Sense ein bisschen zu pushen. Würde ich einfach mal ausprobieren. Pass auf, Grimsize ist das hier, ne? Todessense, glaube ich. Pass auf, jetzt auf Essenzerzeugung. Hier. Das ist okay. Das ist super. Jetzt gucken wir mal. Bitte uralt. Na, das wäre zu schön, aber gut. Ist, wir sind noch kein 70, von daher alles gut. Wir haben ja alle Zeit der Welt hier, liebe Leute. Wir haben alle Zeit der Welt. So, aber pass auf, jetzt gucken wir mal. Schade, es wird kein Stack angezeigt. Das wäre sehr cool. Das wäre sehr, sehr cool, wenn uns ein Stack angezeigt wird. Ist aber nicht der Fall. Grimsize ist die Todessense, ne? Nicht, dass ich mich hier falsch, dass ich mein Englischkenntnis wieder alles zu verdanken habe, dass ich das versaue. Aber ich glaube, Grimsize war die Todessense. Ich weiß auch nicht, macht sich das bemerkbar, ey? Wäre schön, wenn hier ein Stack wäre, weißt du, dass man sieht, okay, wobei, warte mal, der erstellt wird. Wenn wir keine Wut, keine Essenz gerade verbrauchen, dann kann er auch keine erstellen, ne? Macht Sinn, pass auf. Jetzt schlitzen wir nochmal. Aber ich glaube, da läuft sich viel mit Schlitzi, Schlitzi. Ich habe die Offhand. Facepalm. Ja, danke, ich habe die off. Ist mir ein bisschen peinlich gerade, ist mir ein bisschen peinlich. Aber wir können ja was anderes machen. Pass auf, wir können ja was anderes Tolles machen. Ich bin so doof, ne? Ich bin so... Oh. Es ist die Wärme, verdammt. Ich schieb's aber auf die Wärme hier im Büro. Ich brauche unbedingt einen Thermometer hier im Büro. Ohne Witz. Dann kann ich das darauf schieben. Meine Inkompetenz. Aber wir können das einfach in den Cube ballern. Ich habe ja genug Metz. So, Seite 1. Füllen. Entschuldigen Sie, können Sie das füllen? Können Sie das fühlen? So, pass auf, jetzt müssen wir das hier wahrscheinlich. Offhand, sind hier die Offhands drin? Nee, müssen hier dabei sein. Gib mir meine Offhand wieder. Wo ist sie denn? Da. Pass auf, jetzt haben wir es. Jetzt ist sie drin. Ne? Jetzt ist sie drin, haben wir es auch hier. Jetzt gucken wir nochmal. Und da. Ledger's Disdain. Oder so. Gucken wir nochmal. Das ist doof, ey. Ja, lacht mich ruhig aus. Ja, das geht auf mich. Bringt aber trotzdem nichts, wie ihr seht. Ist ausgerüstet, ne? Ich glaube, ich habe einen Goblin gehört. Da oben ist er. Ein Menstruationsgoblin, nice. Aber wir müssen natürlich auch wieder unsere Essenz ausballern, ne? So. Aber ne. 614. Okay, aber der Damage wird auf jeden Fall erhöht. Das konnte man sehen. Aber ja, es fehlt mir der Stack. Also es fehlt mir eine Stack-Anzeige mir persönlich. Das ist derzeit das Problem an der Sache. Ne, ich sense nochmal. Aber... Ganz ehrlich. Ich sehe dich. Macht sich das bemerkbar? Weiß ich nicht. Persönlich finde ich nicht so. 600.000. Beziehungsweise 6 Mille waren das gerade. Ah ja, egal, komm. Die Sense ist schon Arsch! Jetzt war sie offen. Komm, töten! Bardiat! Moin Tobu, grüß dich! So, hier haben wir einen Stärke-Schrein, den nehmen wir direkt mal mit. Und ach so, wir können zumachen, ne? Direkt mal unseren Blutsplitter abholen. Warte, das Elite-Pack nehmen wir noch mit. Das ist mein Elite-Pack. So, komm, hier wirst gesenzt. So, guck mal einen an. Jetzt gehen wir einmal zurück. Wie viel Stärke, Schaden haben wir? 563.000, okay. Ach nee, hier, 100.000. Eine halbe Million Zähigkeit, so rum war das. So, die ist ganz nice. Können wir direkt mal mitnehmen. Dann würde ich das einmal verkrappen. Ist hier irgendwas drauf für uns? Nee, ne? Müssen wir auch noch überarbeiten, dass auch ein schöner Necro-Skill drauf ist. So, da machen wir einmal zu. Mittlerweile 707 Blutsplitter. Das ist ganz nice.
Wir könnten natürlich jetzt hier schon ein paar Sachen kaufen, ne? Aber dann sind die natürlich nicht Level 70. Deshalb, wir sparen uns unsere Blutsplitter jetzt auf bis Level 70 und dann hauen wir da richtig rein. Hast du jetzt genug Gold oder warum schmeißt du alles weg? Ich habe derzeit 11 Milliarden, ja. Du hast keine Schuhe an. Brauche ich auch nicht. Ich sitze zu Hause, da braucht man keine Schuhe. Entschuldigung. Machen wir mal zu da. So, weiter geht's. Ja, ich brauche keine Schuhe, verdammt. Wer braucht schon Schuhe? Ich mag das viel lieber auf leisen Sohlen. Mit seinen Ballerina-Schüchen da. Ist doch viel besser. Und so, weiter geht's. Mach mal kaputt. Achso, ich wollte wieder umskillen. Wollte die Sense rausnehmen eigentlich. Wir gehen nochmal ganz kurz raus. Dann machen wir wieder den Schmelzofen rein. Das ist um einiges besser, wie ich finde. Der Schmelzofen. Dann machen wir die Knochenstacheln mit Knochenfahrt. Das ist toll. Knochenfahrt. Moin, Giovanni. Oh yeah. Na, sieh ich auch bei dir. Alles senkrecht. Oben rum. Wir haben hier ein Patschähnchen. Ah, Level 60. Okay, Level 60 sind wir noch nicht. Da fehlt uns noch genau ein Level. Ein Level. Ich überlege gerade, ob wir noch... Komm, wir gehen auf T1, ey. Wir gehen auf T1, weil wir haben verdammt nochmal EP-Bonus. Wir haben hier den Stein drin. Wir müssen einfach nur viele Gegner killen. Das ist hier das Lösungsschlüsselweg oder so. Weißt du, damit kommen wir zurecht. Damit kommen wir voran. Komm hier. Das jetzt, ist jetzt davon. Jetzt machen das meine Ads und fertig. Komm her hier. So, bitteschön. Skelettmagier. Hau mal drauf da. Mach mal kaputt. Danke. Hier ist wieder eine Essenz. Ach, eine Essenz. Eine Nebenhand. Wie heißen die denn? Wie heißen denn die Nebenhände hier? Keine Ahnung. Nebenhand halt, ne? Ding, was man in der Hand trägt. Sehr schön, Giovanni. Sehr schön. Ja, wir können ja mal gucken, wie weit der Necro derzeit ist. Wie gesagt, ich habe vorhin noch gelesen, Stufe 90. Vielleicht ist er mittlerweile schon überholt. Bestenliste anzeigen. Und. Oh mein Gott, es lädt. Stufe 91. Konstantin. Wir gucken uns mal ganz kurz an, wie er geskillt ist. Hier ist er mit einem unsichtbaren Schild. Lose Wand? Kann man die vorstellen. Okay, was hat er denn? Your primary skills reduce the remaining duration of bone armor by 2 seconds and deal 273% more damage. Okay, dann ist er komplett auf dem Ratmas-Set gestoßen. Oh, sogar mittlerweile in Deutsch. Naja gut, der erste Teil zumindest, weißt du? Das ist so, also typisch Blizzard, ne? So der erste Set-Boni übersetzt, ne? Und dann, oh, Feierabend, ne? Egal, draußen. Denk dran, lieber Blizzard-Mitarbeiter, um 16 Uhr musst du fertig sein mit deinem Set, ne? Und dann eher so 16 Uhr. Ah, shit, I'm out here. Es ist so typisch, ey, so typisch. Was haben wir hier für einen Ring? Skeletal Mage lasts an additional 4 seconds. Each different Blight Skill that you deal damage with increase the damage of your Blight Skills. Was sind Blight Skills? Ich weiß es nicht. By 100% for 10 seconds. Okay. Ansonsten alles relativ simpel, ne? Also Equipment, was wir schon kennen. Nur ein, zwei Legendary sind dazugekommen, die er in dem Fall benutzt hat. Ganz interessant, wie ich finde. Gehst du heute noch auf 70? Na sicher gehe ich heute auf 70. Alter, wir gehen heute sogar auf Paragon 70. Mich würde es nicht wundern, wie wir auf Paragon 700 noch gehen hier. Ach, wir sind ja schon knapp 900. Ah, shit. Soll ich euch was verraten? Ich habe morgen Spätschicht. Das heißt, für heute kann es echt lang werden, ne, mit euch zusammen. Liegt immer daran, wie aktiv ihr seid. Also 59 Likes bei 122 Zuschauern, da muss noch was gehen, weil sonst ist heute Schicht im Schacht hier. Sonst ist gleich Ende, ne? Für jedes Like, was wir jetzt hier reinkriegen, eine Minute länger. Ist das ein Deal? Weiß man schon, was der Necro kosten wird? Deine tote Oma. ich vermute mal so um die 10 bis 15 Euro. Ich muss mir echt mal Diablo 3 gönnen. Gibt es das auch auf Deutsch? Ja. Ja. Vielleicht. Moin Exi, grüß dich. So, 10 Likes kamen dazu. 10 Minuten wird jetzt länger gemacht. Jetzt sind wir bei 10 Minuten. 19:56 ist dann Ende. Ne? In 10 Minuten, Leute. In 10 Minuten. Okay, jetzt 12 Minuten. 2 kamen dazu. Ah, ist schon dreckig, oder? Ist richtig dreckig. Moin, Let's Plays of Sam. Grüß dich. Ist das noch Closed Beta? Ja, ist noch Closed Beta. 13 Minuten, also bis 59 jetzt. Ah, shit. I'm so bad.
Oh ja. Bei Dead by Daylight kam übrigens ein neuer Killer raus. Nochmal vielen Dank an Psycho, der mich da informiert hat. Ich hätte das sonst total verpeilt. Gab's einen neuen Killer, den wollte ich mir noch zulegen. Können wir vielleicht heute Abend noch spielen, wenn ihr Bock habt. Wie lange geht die Beta noch? Keine Ahnung, keine Ahnung. Also jetzt sind erstmal die Legendaries dazugekommen. Die müssen noch teilweise überarbeitet und balanced werden. Also ich denke mal mindestens noch 4 Wochen. Mindestens. Moin Lukas. So, 82 Likes. 20 Minuten ungefähr. Also ungefähr bis 20 Uhr jetzt. Es liegt in eurer Hand. In quasi wortwörtlich an der Maus, ne? Du nicht, Psycho. Ich meine mein Mod. Mehrere Psychos auf dieser Welt. Wortwörtlich. Manche sind sogar eingesperrt. Zum Wohle der Menschheit. Moin Tobias, moin Bono. Schön, dass ihr da seid. So, hier haben wir eine spuckende Mutter. Kennt man sonst nur auf irgendwelchen diversen, schlüpfrigen Seiten. Oh, shit. So, und warte mal, ich wollte hier meinen Blutpfad ändern. Ich wollte die gleich nochmal umballern. Warte mal. Hier haben wir noch eine schöne Axt. Mittlerweile mal... Guck mal, hier sind Schuhe. Endlich sind wir mit Füßen hier unterwegs. Also mit Schuhen. Nicht mehr so nackt da über Leichen laufen hier. Oh yeah, Yuki, du machst es dir bequem. Jetzt noch ein Bier dazu, ne? Dann passt das. Okay, pass auf. Blutige Pfade hätte ich gern Stoffwechsel. Das ist nämlich sehr, sehr cool. Da können wir nämlich... Ne, können wir nicht. Hä? Warte mal. Das war die falsche Rune, glaube ich, oder? Ich muss kurz gucken. Mach mal kaputt hier, bitte. Ich muss ins Skillmenü. So. War das nicht? Stoffwechsel. Doch, ich hab mich verklickt. Das wollte ich nämlich haben. No! Euer Stream kackt ab. Kann bei mir nicht sein. Also ich hab alles gut. Mal die Pornos ausschalten, dann läuft das besser, mein Freund, ne? Dann läuft das etwas entspannter, weißt du, etwas flüssiger sozusagen. Also im Zusammenhang jetzt natürlich nicht ganz optimal ausgedrückt, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. So, jetzt können wir zweimal Blutfahrt nutzen, das ist sehr cool. Oh, ich freue mich schon auf Speedbuilds, ey, ohne Witz. Das ist das Erste, wo ich gleich nachgucken werde, wenn wir 70 sind. Ob wir irgendwie ein schönes Speedbuild reinkriegen. Auf sie mit Gebrüll! Kann sein, dass unser scheiß Skelettkrieger alle Essenz frisst, verbraucht eure gesamte Essenz, ja. Kann nicht wahr sein, ey. Eine alte Maulhure. Naja, gut, okay. Kann man nichts machen, man musste gucken zu. Putin greift an. Wo denn? Wem? Also bei dir zu Hause oder? Kommst du aus Russland? 3K-Leitung. Ich habe eine 2K-Leitung. Da weißt du, was los ist, ey. Da weißt du, wo der Hamster sitzt. Bei mir in der Leitung. I won't let you down. Komm mal richtig rein hier. Komm, hau mal drauf da. Golem, bitte einmal drauf klatschen. Dankeschön. Und Level Up. Level 62 mittlerweile. Nice. Sehr, sehr nice. Nachts ist Geld alles draußen, auf jeden Fall. Echt zane? Kann ich mit deiner Mutter eigentlich nicht beschweren. I'm sorry. Ah, das war auch eine Vorlage jetzt gegeben hier, ey. Junge, Junge, Junge. Ist mir auch eine Vorlage gegeben. Ist ein bisschen selber schuld, ne? Muss man schon sagen. Ja, wir sind ja derzeit so ein bisschen auf Häusersuche, ne? Also ich gucke derzeit so wegen mal Haus irgendwie im Laufe des Jahres, was man mal kaufen könnte. Und wichtiges Kriterium, Glasfaser, ey. Ganz, ganz, kein Scheiß, ne? Denkst du dir eigentlich, Alter, du, ne, kaufst dir ein Haus für ein paar tausend Euro und die einzige Voraussetzung, die du hast, es ist Glasfaser, kann fahren. Weißt du? Internet. Kann ja voll die Bruchbude sein, weißt du? Hat das den Glasfaser? Ja, hat es. Alles gleich gekauft. Scheiß drauf, ob da Löcher am Dach sind. Scheiß drauf, ob kein Klo da ist. Scheiß drauf, ob du draußen, weißt du, draußen zum Kacken gehen musst oder so. Darauf geschissen. Hauptsache es hat Glasfaser. Prioritäten, Mensch. Ja, so ist das heutzutage, ne? Da musst du nur mal gucken, wo du bleibst. Kannst du mir alles nehmen. So, einmal klack, klack. Dann haben wir hier ein paar Steinchen, die können wieder raus. Können wir eigentlich auch verkaufen. Okay, wollte gerade sagen, können wir verkaufen, aber ich glaube, das bringt's nicht. Moin, Exi. Tschüss, Exi. Moin, Christina. Grüß dich. Woo! Der Frauenanteil wird immer höher hier. Was ist da los?
Mehr Mädels, die hier Diablo zocken oder was ist da? Weißt du, kaum ist der Necro draußen hier, das schnucklige Ding, kommen die Mädels an. Was ist da los? Gibt es mit den neuen Klassen auch neue Transmogs? Ja, also erstmal die Necro-Transmogs natürlich und ansonsten soll es neue geben. Aber ich weiß nicht, ob die schon implementiert wurden. Was hältst du von Begleitern, die zum Beispiel passiv waren? Weißt du, so von Begleitern, die dir zum Beispiel passiv... Was? Nochmal, Jeremy, was? Also Begleiter, passiv... Meinst du jetzt hier den Schmied zum Beispiel? Ach, den Schmied. Den Templar mit seinen 3% Damage Boost. Oder, ach, der hat gar keinen... Mit seinen Ressourcen erzeugen oder was. Oder den Schuft mit 3% mehr Schaden. Ach nee, das war die... Danke fürs Abo an Sean Wolpert. Willkommen in der Army. Silver Fist for you. Du meinst jetzt hier allgemein so die, den Begleiter? Also, was der uns gibt oder worauf bezogen? Achso, alles klar, Exi. Alles klar. Verdammt. War einfach so gut wert. So, einmal rein in die Butze. Wie viel Blutsplitter haben wir? 734. Damit können wir ein bisschen was anfangen. Damit können wir ein bisschen was tun. Guck mal, hier kriegst du erstmal einen schönen Stein in die Brust. Hast du was gekonnt, Mensch. Oh ja, da platzt sie vor Freude. Guck mal, wie sind die alle auf hier, die reanimierten Ghule. Tötet sie alle. Ja, also die Begleiter, ich finde persönlich, jetzt könnte mal wieder neue Begleiter dazukommen. Also, drei Begleiter gibt es derzeit in der Zahl und ganz im Ernst, ich persönlich würde mir mindestens noch drei weitere wünschen. Mit verschiedenen Sachen, weißt du? Mit verschiedenen Fertigkeiten, also mit verschiedenen, ja. Zum Beispiel Begleiter, wo du auch mehr Loot findest, als Beispiel, oder mehr Gold, weißt du? Für Season natürlich ganz vorteilhaft. Was weiß ich, den rachgierigen Ralf oder, den lootenden Ludwig. So eine Scheiße, weißt du? Da kannst du ja, das kannst du ja auf alles beziehen. Du kannst auf Loot beziehen, aufs Gold, auf Edelsteine, oder den monströsen, Ich komm auf keinen Namen mit M. Den monströsen Mario, was weiß ich, weißt du? Wo die Monsterdichte in den Rifts höher ist. So eine Sache halt. Weißt du, so kannst du ja auch sogar mit einem Hintergrund besetzen. Kannst ja sagen, alles klar, der monströse Mario zieht das Unheil quasi an. Ne? Solche Sachen. Oder halt 7 Jahre Glück und zieht das Unheil an. Ne? Hat ein Spiel zertrümmert, zieht das Unglück an. Das Unheil. Und dadurch wird halt die Monsterdichte erhöht in Rifts oder allgemein in den Ebenen. Oder der rachgierige Ralf hat 7 Jahre Glück im Lotto oder was weiß ich, weißt du? So eine Scheiße halt. Kannst du auch super implementieren hier. Da kannst du einfach ein bisschen drumherum, ein bisschen Schnickschnack bauen und dann läuft das Ding. Dass man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, den Begleiter zu wechseln. Dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt Farm und brauche da einfach mehr Gold oder brauche mehr Edelsteine oder den Glücksspiel Hans als Beispiel, weißt du, der dir zum Beispiel alle oder eine gewisse Chance hat, dass du mehr Rollversuche bei Kadala oder bei Rifts hast, dass du eine höhere Chance hast, zum Beispiel bei Edelsteine aufwerten. Solche Sachen. Da kann man noch so viel machen. Oder ich komme nicht auf den Namen. Warte mal, lass mich überlegen. Der grottige oder die gottrige Gertrude, weißt du? Die dann eine höhere Chance bietet, Goblins zu finden. So 2% erhöhte Goblin-Spawn-Rate oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich meine, da gibt es auch unendlich Möglichkeiten. Moin, Rotkäppchen, alles super. Die charmante Chantal, die deinen Charms mitnimmt und dich weiter bufft. Genau, sowas, die charmante Chantal. Ne? Der schöne Jeremy, Pascal. Der ulkige Uwe, ne? Dann lachen sich die Gegner schlapp oder sowas. Alter, kannst du alles machen. Moin Erik, grüß dich. Ich lebe immer. Jeden Tag. Hoffe ich. Moin Devox, grüß dich. Zählen die legendären Edelsteine auch für die Begleiter? Leider nein. Na, aber da könnte man so viel machen. Das ist leider so in der Vergangenheit immer so ein bisschen nach hinten geschoben oder allgemein vergessen worden, finde ich. So Begleiter, ne? Klar, die haben mit dem einen Update, ich weiß gar nicht, welches das war, 2.4, 2.3? Ich glaube, 2.3er Update war das. Haben die so eine kleine Backstory bekommen, so eigenes Dungeon. Kennt ihr das? Kennt ihr das eigene Dungeon von Begleitern? Habe ich mal ein Video drüber gemacht. Könnt ihr bei mir auf dem Channel mal vorbeigucken. Und natürlich ein Abo da lassen. Ne, also sowas fand ich schon ganz cool. Einfach so ein bisschen Abwechslung wurde da reingebracht. Der bärtige Bärt. Genau, so hat er in die Richtung.
die blutige Bier geht, ne? Wo du dann mehr wo du mehr hier Blutgoblins findest, hier Menstruationsgoblins. Scheiße. Ah, fuck it. Es tut mir leid.